So, nach einer Ewigkeit für mich jedenfalls geht's mal weiter. Noch dabei habe ich Tyro. Genau, ich bin wieder dabei, wie immer. Weil ich nicht sicher bin, ob ich das alleine richtig schaffe, das Spiel. Naja, das Level war ja ein bisschen schwierig. Da ja. Also, eventuell würde ich dir auch fast raten, du wolltest jetzt das Spiel beenden. Ich glaube, du hast schon genug gesammelt. Also ich möchte erstmal halt meine Projekte beenden und irgendwann später vielleicht dann halt Bonusmaterial machen, falls ich mal wieder mehr Zeit habe. Da ich aktuell ja nicht unbedingt so fit bin, weshalb ich ja im Krankenhaus war, die Gründe werde ich nicht genau nennen. Das ist dann mir doch zu privat. Genau. Auf jeden Fall gesundheitliche Gründe, an denen ich arbeiten muss. So, du sagst cool. Eigentlich, im Grunde könnte ich die Welt verlassen, ne? Genau. Weil, wie gesagt, hier ist nichts Relevantes, was du brauchst. Aua. Bevor du jetzt gleich noch komplett stirbst. Gut, dann kann ich ja hier Welt verlassen, dachtest du? Genau. Ich wurde nicht gefragt, ob ich das wirklich will. Okay, ich hätte schon vorhin mal das macht er nicht. Macht er bei dem Spiel nicht. Ich hätte schon können vorhin das. Na gut, dann irre ich mich halt einfach. Hey du. Gib mir Lebensenergie hier. Danke. Perfekt. Also du bist noch in der Materie drin, so wie ich sehe. Gut. Ich würde sagen, zum Ballonfahrer musst du also dementsprechend, würde ich da auch versuchen hinzukommen. Aber nicht den Weg. Okay. Ist schon voll. Goldene Libelle heißt immer voll. Den Schlüssel hast du noch nicht. Okay, das scheint nicht alles noch nicht gehabt zu haben. Nee, du warst in diesem Bereich noch nicht. Ich sehe schon. Irgendwas blitzt hier. Genau, das ist auf der. Okay, und da hatte ich gerade einen Leck. Oh, das ist ja nicht so gut. Okay, ich sehe schon, da will ich wohl nicht rein. Nee. Und das will ich rosten. Na, no. Ein Leben. Da musst du leider den Umweg gehen. Komm, glaube ich. Außer du findest einen anderen Weg, aber... normalerweise muss man hier rüber. Achso, das ist Elektro. Das macht hier die ganze Zeit die Töne. Genau. Oh, der Typ da. Ist Sack. Ja, ganz knapp zu wenig Zeit. Macht nichts. Noch wieder so einer? Oh, umgerannt. Dann halt so. Edelstein noch einsammeln und dann würde ich auch fast sagen. Gucken, ob du das hast, was der Ballonfahrer braucht. War ja auch immer in den vorherigen Teilen Bereichen ja immer so gewesen. Oder bitte Heat Sparks, oder wie du heißt. Ich meine, das ist Sparks. Genau, das ist Sparks. Dein kleiner, fröhlicher Begleiter. So, okay, der Ballonfahrer. Mir geht es schon viel besser, nachdem du so viele Drachen gerettet hast. Komm an Bord und flieg mit mir in die Welt der Dreamweavers. Genau. Dreamweavers, das habe ich schon mal gehört. Dreamweaver. Bei meinem ersten Durchspielen. Ich glaube, es gibt auch ein Programm, das sich Dreamweaver nennt oder so ähnlich. Ja, das gibt's auch. Ich glaube, daher kommt mir das bekannt vor. Okay, gut. Ich habe das nämlich auf Arbeit gehört, bevor ich krank war, irgendwann. Oh ja, eine schöne Welt, wo man aber auch ein bisschen erstmal klar kommen muss. Sagen wir mal so. Okay, das sind die Heilungsdinger. War es auch immer größer? Dann halt so. Ich bin zwar blöd, aber nicht so blöd. Was? Du hast Quadrat gedrückt und dann hast du angefangen zu rennen. Doppel-X ist gleich. Ach. Mist. Ich sag's ja, ich bin ja blöd. Aua. Ah, der war groß. Verdammt. Ich sag's ja, ich bin blöd. Und ich war mich gerade selbst verarscht. Sparks und das ist eine blaue Libelle.
Okay. Und da Cosmo gefragt hat, ob ich lokal aufnehme oder streame, denke mal, sie hat Interesse daran, das zu sehen. Denke ich auch mal. Aber sie hat doch gerade kein PC, dann würde sie wahrscheinlich über Handy gucken wollen, wenn es Stream wäre. Genau, aber wie gesagt, wir spielen jetzt einfach so. Ja, und dann kannst du ja später gucken. Genau, wenn es dann öffentlich ist. Deswegen weil bis das hier öffentlich ist, dann dauert es eh noch eine Weile. Verdammt nochmal. Welches Arschloch hat den vergrößert? Bevor ich ihn ramme. In der Mitte, hast du ja gesehen. Vielleicht der Strahl, der ihn berührt hat. Ich vermute mal. Ja. Mal wieder kleiner, Freundchen. Nee, er schießt nicht, weil du nicht in Reichweite bist. Er sieht dich nicht, der. Ah, okay. Dann halt so. Sind auch beide groß. Bleiben groß. Kann ich nur schon mal vorher wegnehmen, weil... Danke für die Info. Würde ich nicht zu Tode lang, zu Tode warten. Momentchen mal, Feuerwerk. Vorsicht! Explodiert. Zu spät. Naja, sobald du Drachen befreit hast, hast du hier einen Speicherpunkt. Automatisch damit. Massen fressen. So, jetzt bist du wieder mein Pikachu. Lofty Castle, auch ein interessantes Level. Aber ich weiß nicht, ob du Level noch besuchen musst, bevor du zur Endwelt kommst. Wer weiß. Ich sehe auf jeden Fall den Ballonfahrer gerade. Den musst du auf jeden Fall erreichen, damit du weißt, was du erreichen musst. Gerettet, Latif oder Latif oder wie auch immer. Willkommen bei den Dreamweavers, mein Junge. Wenn du in dieser Welt Nastys Lakaien jagst, musst du das Unerwartete erwarten. Und mit dem Unsichtbaren rechnen. Mit dem Unsichtbaren rechnen? Ja. Okay, da auf jeden Fall. Ganz unrecht, weil es gibt wirklich einige unsichtbare Sachen. Ich mag unsichtbare Sachen nicht hier wirklich. Außer ich bin das nicht. Unsichtbare. Aber wie gesagt, nur scheinbar unsichtbar. Gut, wie gesagt, du wolltest zur Richtung Ballonfahrer gucken, wenn du irgendwie hinkommst. Du brauchst ja keine Level erstmal machen, solange du nicht noch Punkte oder irgendwas brauchst. Du bist also schon wieder hinten. Okay, jetzt hat die Bildschirmübertragung versagt, aber das macht nichts. Das kommt dann gleich. Ich habe jetzt erstmal kein Bild, aber das macht ja nichts. Ich hoffe, ich kann trotzdem so ein bisschen was sagen. Okay. Nein, weg da. Verdammt nochmal. Jetzt habe ich dich platt. Na gut, super. Das waren hier so drei auf einmal, die andauernd vergrößert wurden. Ja, ich und weiß. Den einen habe ich nicht richtig erwischt, der wurde wieder groß und hatte mir eine Patsch, bevor ich abhauen konnte. Ja, ich weiß. Du siehst es wieder oder du kannst dir denken? Ich sehe es leider nicht. Keine Bildschirmübertragung aktuell. Irgendwie will die Bildschirmübertragung nicht so, wie ich das will. Naja. Oh, ich bin Ballonfahrer. Oh, super. Amos, der Ballonfahrer. Ich bin es leid, Ballons zu verleihen. Wäre ich doch bloß eine Fee. Komm wieder vorbei, wenn du 6000 geraubte Juwelen gefunden hast. Oh Mann, wie viele hast du? Ich glaube, du warst bei knapp 5000. Bleib hier. Dann musst du wohl noch ein paar Juwelen sammeln. Tja. Eventuell hilft dir dann eine andere Welt noch. Mal gucken. Aber dann weißt du, was du zumindest erreichen musst. Gut, ich mach mal hier dann... gucken. Rein. Was wolltest du machen? Ich mach mal einen kleinen Abstecher, glaube ich. Darüber, ich hoffe, dass ich es schaffe. Ja, ich schaff's. Gut. Vielleicht kannst du dann ja die großen oder die kleinen ausschalten, wer weiß. Okay, da kann ich nach oben fliegen, das will ich noch haben.
Also ich mag diese Welt. Ah, hier steht der an der Kanone, der Drecksack. Genau. Die Dreamweavers, die mag ich eigentlich. Das ist eine schöne Welt. Vor allen Dingen, du hast hier... Erwischt. Oh, super. Naja, jetzt heißt es Kanone einfach übernehmen. Dann hast du die Macht. Bei der Macht von Grayskull. Okay, ich genau. Kann groß und klein machen. Mhm. Dann bist du schöne klein. Kanone, oder? Ja. Soll ich dir noch eine kleine Sache sagen zu den beiden Kreaturen? Weil du hast ja zwei Kreaturentypen jetzt hier. Und sagen wir mal so, die eine der beiden Kreaturentypen ist groß und sterblich. Okay. Klein, aber schon. Okay, dann hole ich mir den Drachen da hinten und speichere mal ab. Okay, gut. Gerettet, Tsukomo. Hi, Spyro. Gute Arbeit. Die Arbeit ist erst getan, wenn Nasty noch gerüstet ist. Oh ja, den will ich rüsten, den Nasty noch. So, das war Nummer 55. Eine Schnappzahl. Super. Ja, gut. Abgespeichert ist dann ja. Jo, Spiel gespeichert. Sobald man die Drachen befreit hat, speichert er ja automatisch. Wow, ich hatte gerade... Okay, das habe ich. Nein, ich habe doch gesagt, umrempeln. Das ist immer das Schwierige. Okay, hier geht's den Weg lang. So, das gehört jetzt alles mir. Was steht da? Haunted Towers. Mhm. Was war denn das nochmal? Ein Level. Da müsste ich dann auch nochmal sehen. Aber da sehe ich ja gerade nichts. Egal. Naja, Haunted Towers. Ich weiß eigentlich gar nicht, mein Lieblingslevel in dieser Welt. Ich weiß nicht, welches das wäre. Also, ihr hättet Marzi. Okay. Die Narren, die du in dieser Welt siehst, sind unschlagbar. Aber das heißt nicht, dass du sie nicht angreifen solltest. Klingt doch ganz gut. Aha, die Narren. Sie sind nicht angreifbar, heißt aber nicht, dass du sie nicht angreifen solltest. Hä? Ja, ist ein guter Rat. Einfach mal angreifen. Vielleicht fällt dir dann was auf und dann... Lass die dann wegrennen. Ja, die versuchen einfach nicht angegriffen zu werden. Okay, also jetzt... Nicht... Uhr? Hä? Okay, was auch immer das bedeuten sollte. Einfach nochmal angreifen und gucken, ob sich irgendwas verändert. Vielleicht... Nein, raus aus dem Wasser. Oh. Verflucht. Und? Ah, verdammt. Ja, jetzt habe ich richtig erst. Ja. Es ist zeitlich ein bisschen abpassen, aber es geht einigermaßen. Naja, ich habe mir das Leben verdient, aber zweimal Schaden kassiert. Macht ja nichts. Ein Leben ist immer gut. Und die Lebenspunkte kriegst du ja auch wieder. Wie gesagt, du musst noch irgendwie mal, ja, die Punkte zusammenkriegen halt. Ja, ich sammle ja. Ja, wie gesagt, nee, nicht wie gesagt. Das einzige, was ich ja schon mal gesagt habe, dass du in den Fliegeleveln 300 Punkte kriegst. Sind aber auch schwer, weißt du ja. So, jetzt sparkst du wieder blau, fehlt mir noch eine Heilung. Genau. Kann man sich eigentlich auch gut merken. Du hast insgesamt ja 4 Leben, bevor du umkippst. So, voll. Eine goldene Libelle. So, rüber da.
ihr seid mir nicht mehr im Weg, weil ich euch rumremple. Genau. 20 Punkte macht. Oh, nützlich. Ansonsten musst du nochmal zum Ballonfahrer gehen und kannst dann wieder eine der vorherigen Welten besuchen, wo du noch ein paar Level offen hast. Nein, verdammt, abwärts. Verflucht, ich bin abgestürzt. Gar nichts, dann kommst du beim letzten Drachen wieder raus. Nee, ich meinte nicht so abgestürzt, sondern einfach runtergefallen. Ach so, gut, das kann speichert. So, voll Energie, ich habe mehr Leben. Gut, und andererseits würde ich sagen, dass da, ich weiß nicht, ob das für diesen Part reicht. Boah, ich habe jetzt auch nicht die Zeit gestoppt, aber ich glaube, das ist auch besser, weil dann kannst du wieder die Bildschirmübertragung dazu packen. Und dann kann ich auch wieder sehen und dir besser Tipps geben. Ja. Warum da um die Ecke? Da ist doch nichts im Weg. Naja, gut. Also sag ich dann ja jetzt gleich, wir machen gleich weiter und... Boah, das hat sich jetzt geändert? Okay. Gut. Tick-tack, 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 tick-tack. Wo bist du gerade? Du warst die Treppe hochgekommen und bist dann um die Ecke gegangen, oder? Oh, die Kamera, ich mag sie nicht. Verdammt. Ja, die Kamera ist blöd. Oh ja, die hat sich nicht richtig gedreht, vor allem unter Zeitdruck ist das kacke. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Das war's für diesen Part. Jo, bis gleich.